Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie ihr eure Fritzbox zurücksetzen könnt, wenn ihr euer Gerätepasswort vergessen habt. Und zwar ist es ja nun so, dass man die Fritzbox eigentlich nur zurücksetzen kann in der Fritzbox Benutzeroberfläche. Das ist natürlich schwierig, wenn man das Passwort nicht hat. Deswegen in diesem Video, wie man das mit hier einem so einem Telefon machen könnt. Und da gibt es eben zwei Varianten. Entweder das Ganze ist schon mit eurer Fritzbox verbunden oder eben nicht. Dann müssen wir das nämlich noch verbinden. In meinem Fall ist es jetzt nicht verbunden und wir würden das jetzt gerne noch mit der Fritzbox verbinden. Und dann ist es in meinem Fall so, dass ich an meiner Fritzbox nur die Decktaste lange gedrückt halten muss. Dafür wechseln wir jetzt mal zu meiner Fritzbox und drücken da mal die Decktaste lange. Wir sind jetzt hier bei meiner Fritzbox. Und jetzt drücke ich hier nochmal auf Anmelden. Ja, das muss ich jetzt hier nochmal machen. Und jetzt drücke ich eben die Decktaste auf meiner Fritzbox so lange, bis hier die Decktaste Lampe anfängt zu blinken. Ja, das ist in meinem Fall jetzt. Jetzt blinkt sie hier und jetzt kann ich hier loslassen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Router sich mit dem Telefon hier verbindet. Das kann ein paar Sekunden dauern. In meinem Fall ist das jetzt vorbei. Jetzt steht hier auch, dass die Anmeldung erfolgreich war. Ja, und somit können wir jetzt zurückwechseln an meinen Rechner und können jetzt die Fritzbox zurücksetzen. Um nun die Fritzbox zurückzusetzen, benötigen wir eben das verbundene Telefon und hier müssen wir eine Nummer anrufen und zwar ist das einmal die Raute 991 Sternchen 1590 1590 Sternchen. Dann hier einmal mit grün bestätigen. Jetzt wird hier eine Nummer angerufen. Und da müsst ihr das Ganze jetzt so lange klingeln lassen, bis hier automatisch aufgelegt wird. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja, jetzt wurde hier automatisch aufgelegt und die Fritzbox wird jetzt zurückgesetzt. Und was wir jetzt tun müssen ist, wir warten jetzt so lange, bis wir wieder auf die Fritzbox-Oberfläche können oder wir schauen einfach, bis die LEDs an der Fritzbox aufhören zu blinken. Zwischenzeitlich hat sich ja auch mein Telefon von der Fritzbox getrennt. Hier steht jetzt nämlich auch, dass hier die Basis gesucht wird. Einfach nur ein weiterer Indikator, dass es noch ein bisschen dauern wird. So, in meinem Fall lädt jetzt die Fritzbox-Oberfläche wieder. Hat jetzt ungefähr 4-5 Minuten gedauert. Und jetzt sehen wir hier schon einen Hinweis. Und zwar steht hier, dass die Fritzbox-Benutzeroberfläche ab Werk mit eben einem Kennwort gesichert ist. Und das Kennwort finden wir eben auf der Rückseite von unserem Router. Ja, das müsst ihr jetzt hier eingeben. Und jetzt werdet ihr merken, dass ihr euch wieder anmelden könnt und jetzt könnt ihr sozusagen eure Einrichtung mit der Fritzbox beginnen und könnt wieder auf eure Fritzbox zugreifen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, schaut mal hinten in die Videobeschreibung, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.